Und ich begrüße Olivia Jones, Travestiekünstlerin aus Hamburg. Wir müssen zunächst mal erklären, warum Sie hier mit Krücken sind. Sie haben eine Operation über sich. Ich habe eine Operation gehabt, ja, aber jetzt geht es schon wieder besser. Und ich freue mich sehr auf den heutigen Tag. Für mich ist alles total aufregend hier natürlich. Vielleicht zur Erklärung, warum Sie überhaupt hier sind. Also die Landtagsfraktionen haben das Recht, auch Prominente aus allen Bereichen der Gesellschaft zu nominieren. Wer hat Sie denn nominiert? Die Grünen haben mich nominiert, aber jetzt nicht einfach so, sondern weil ich mich schon viele, viele Jahre einsetze gegen Diskriminierung und für Toleranz. Und da sind die Grünen ja auch sehr weit vorne, sei es auf Christopher Street Days. Und ich stehe so ein bisschen für Vielfalt heute. Wie finden Sie denn die Atmosphäre hier? Sie waren ja schon in der Fraktionssitzung der Grünen. Die Atmosphäre ist sehr herzlich, sehr, sehr locker, gar nicht so steif, wie man sich das so vorstellt. Man stellt sich das ja immer ganz, ganz furchtbar spießig und steif vor. Und es ist natürlich interessant, die ganzen Medienvertreter hier, alle Promis, alle Politpromis sind heute hier. Also das ist für mich so ein bisschen Abenteuerurlaub, kann ich sagen. Sie haben im Interview mal gesagt, Sie wären selber gerne Bundespräsident. Was würden Sie denn als Bundespräsident tun? Ich wäre natürlich dafür eine bunte Republik Deutschland. Ich würde mich dafür einsetzen, dass wir einfach toleranter sind, dass es nicht mehr so viel Diskriminierung gibt. Und ich glaube, ich könnte auch auf dem internationalen Parkett gut strahlen, weil es gibt ja auch viele Staaten, die auch Nachhilfe in Sachen Toleranz gebrauchen können. Und ich lebe auf St. Pauli, da kenne ich mich mit Repräsentieren aus. Wir haben viele Gäste aus der ganzen Welt. Und das könnte ich, glaube ich, auch anderen Ländern oder anderen Staaten näher bringen. Ist es denn eine ernsthafte Überlegung von Ihnen? Könnten Sie sich das vorstellen, dass Sie in die Politik gehen? Ich mache ja schon viel Politik, aber ich bin eher so ein politischer Mensch. Ein politisches Amt weiß ich nicht, aber man weiß ja nicht, was die Zukunft noch bringt. Das Schöne ist ja, dass wir alle die Politik mitgestalten können. Das ist ja das Wunderbare an der Demokratie. Und ich kann die Politik auch etwas einfacher erklären als manchmal Politiker und schaffe vielleicht auch dadurch mehr Aufmerksamkeit und kann Leute mobilisieren, sich einfach politisch einzusetzen. Und das ist sehr wichtig, weil diese ganzen Nichtwähler, das finde ich sehr, sehr schade, weil das ist aber nichts Schöneres als eine Demokratie, wo jeder was sagt. Kann. Wenn Sie jetzt hier sind, so inmitten all der Politiker, das ist ja auch die Gelegenheit, mal so an die Politiker etwas loszuwerden, was Sie schon immer mal sagen wollten, ein Tipp, wie die Politik vielleicht anders agieren sollte. Ich glaube, es geht ganz einfach darum, dass sie den Wähler erreichen müssen und nicht einfach mit irgendwelchen Floskeln. Und die Politik redet leider oftmals viel zu kompliziert. Da kann ja keiner folgen. Und man muss immer davor warnen, dass die Leute nicht auf diese einfachen Lösungen reinfallen, wie es meinetwegen die AfD macht. Oder auch, man darf auf keinen Fall mit Hass und Ausgrenzung Wahlkampf machen. Also hier gibt es eine ganze Menge, was man Politikern erzählen könnte. Jetzt unterstelle ich mal, dass Sie Frank-Walter Steinmeier wählen. Schließlich ist das ja der Kandidat, der von den Grünen unterstützt wird. Was halten Sie denn von ihm? Ich finde, der Steinmeier ist ein sehr guter Politiker, weil er souverän ist, weil er sehr unaufgeregt ist und sehr klug ist und auch schon wirklich einen guten Job als Außenminister gemacht hat. Kann seine alle Kontakte, die er geknüpft hat, kann er natürlich wunderbar nutzen. Und er ist deeskalierend. Er ist für mich so ein bisschen so ein Anti-Trump. Er ist genau das Gegenteil. Er ist viel, viel ruhiger, bedachter, kluger. Und in der heutigen Zeit können wir viel mehr Steinmeiers gebrauchen. Okay, herzlichen Dank, Olivia Jones.